Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Wege zur Weisheit, wo ich euch, genau wie in der ersten Folge, 30 Weisheiten, das heißt Sprüche, Limericks mit interessanten, nachdenklichen Inhalt vorstellen möchte, ohne großartig das zu kommentieren, denn entweder sind Weisheiten, wie schon in der ersten Folge erwähnt, sehr direkt und bedarfen keiner Erklärung, sondern rufen nur etwas Bewusstes in uns wach, oder Variante 2, sie sind so tiefsinnig, dass es notwendig ist, selber darüber zu überlegen, um den Inhalt überhaupt erst wahrzunehmen und sich selbst verständlich zu machen. Und daher werde ich mich mit meinen Kommentaren so gut es geht zurückhalten. Fangen wir einfach an. Achte nicht nur darauf, wohin du gehst, sondern auch, wohin du trittst. Von Martin Möller. Adler fliegen allein, Schafe gehen in Herden. Altes chinesisches Sprichwort. Ein Befehlshaber, der nicht zögert, bevor er seine Armee in den Kampf schickt, taugt nicht zum Befehlshaber. Aus Die Kunst des Krieges von Sun Tzu bzw. Sun Tzu. Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst. Von Alfred Friedrich Stelp, das war ein Theologe. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Dietrich Bonhoeffer. Jeder ist für das verantwortlich, was er getan hat. Unbekannt. Waffen schaffen doch offensichtlich auch keinen Frieden. Wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden. Von Margot Käßmann. Ahnungen sind Antworten, zu denen man die Fragen noch finden muss. Von Fong Renzi. Man hat immer eine Wahl. Zitat unbekannt. Die Menschen sind grob in drei Kategorien zu unterteilen. Die wenigen, die dafür sorgen, dass etwas geschieht. Die vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht. Und die überwältigende Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht. Ebenfalls von Renzi. Angst führt zu Aktionismus, Mut zu Aktion. Von George Wilhelm Exler. Hier möchte ich dann doch vielleicht ein kleines Wort zum Wort Aktionismus verlieren. Weil das viele nicht oder wahrscheinlich falsch kennen. Aktionismus heißt nicht, dass man aktiv wird, sondern Aktionismus bedeutet und meint immer unüberlegtes, spontanes Handeln, was auf Emotionen und nicht auf gut überlegten Gedanken basiert. Zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war. Von Hans Grazheimer. Die Krankheiten unserer Zeit sind Aktionismus und Hektik. Von Alfred Herrhausen. Du triffst immer eine Entscheidung, selbst wenn du dich dazu entscheidest, keine Entscheidung zu treffen. Auch hier ist der Ursprung unbekannt. Genie ist die Fähigkeit, Dinge auf ungewöhnliche Weise wahrzunehmen. Ebenfalls unbekannt, wer das gesagt hat. Nichtstun ist manchmal schwerer auszuhalten. Von Klaus Seibold. Kulturen sollen sich begegnen, anstatt aufeinander zu prallen. Von Monika Kühn-Görg. Der Staub unter unseren Füßen war einst ein Teil einer großen Zivilisation. Werden wir auch einmal der Trampelpfad einer zukünftigen Generation sein? Auch hier unbekannt, wer das mal gesagt oder geschrieben hat. Willst du mit dir selbst in Frieden leben? Dann fang an, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Von Daniela Irek. Wenn du einen Fehler begangen hast, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, akzeptiere ihn, lerne aus ihm und quäl dich nicht mit seinen Folgen. Von Hans Kupper. Die schönsten Blumen wachsen an Orten, die von Stolz erleuchtet und von Tränen bewässert werden. Auch hier unbekannt, wer das gemacht hat. Alter schützt vor Torheit nicht. Ebenfalls unbekannter Autor. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren. Relativ berühmtes Zitat, das die meisten vielleicht schon kennen, stammt von Adlai Stevenson. Es ist möglich, so zu handeln, dass deine Freunde keinen Anlass zum Belauern und deine Feinde keinen Grund zur Freude haben. Unbekannt, wer das gesagt hat. Man kann nichts dagegen tun, dass man altert, aber man kann sich dagegen wehren, dass man veraltet. Auch unbekannt, wer das gesagt hat. Alles, was Spaß macht, hält jung. Von Kurt Jürgens.
Das Herz scheint seinen eigenen Gründe zu haben, die selbst der Verstand nicht versteht. Urheber unbekannt. Es muss eine schlechte Maus sein, die nur ein Loch hat. Chinesisches Sprichwort. Die Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung, nachdem sie alles andere vorher ausprobiert haben. Von Winston Churchill. Und last but not least, etwas Unbekanntes, und derjenige hat geschrieben, tu nie etwas, von dessen Richtigkeit du nicht vollkommen überzeugt bist. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es war für euch interessant und lehrreich. Und wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, einen netten Kommentar. Gerne können wir auch, wenn ihr eine Deutung nicht versteht oder Fragen dazu habt oder gerne einfach nur darüber reden möchtet, in den Kommentaren darüber schreiben. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!